Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Heute geht es um das Thema Gehaltswunsch. Erstens, mein Name ist Stefan Ludewig und ich bin zertifizierter Jobcoach. Beim Gehaltswunsch verkauft euch verdammt nochmal nicht unter Wert. Nur über eure Leiche. Das sage ich nicht ohne Grund so. Viele Arbeitgeber, ihr müsst mal Arbeitgeber mit Autohändlern vergleichen. Autohändler versuchen euch immer zu drücken, zu drücken, zu drücken, zu drücken. Verkauft ihr euer Auto beim Händler, wird euer Auto so dermaßen schlecht, ja, das Auto ist vielleicht 5, 7, 8 Jahre alt. Es hat keinen einzigen Rostpunkt. Es ist alles picopello fit. Ja? Aber der Händler versucht euer Auto und eure die Erfahrung mit dem Auto, die er hat, und das Auto allgemein kaputt zu quatschen. Dass ihr das Auto nur noch verschenken wollt. So nach dem Motto. Und so handeln auch sehr viele Arbeitgeber. Arbeitgeber versuchen eure Berufserfahrung, ich kenne es aus eigenem Leibe, von mir und von meinen ehemaligen Klienten, wo ich ja bei einigen, wo ich viele Telefonate führen musste, versuchen die Qualifikation ihrer zukünftigen Mitarbeiter oder Angestellten dermaßen runterzuquatschen, damit die nicht nach Tarif zahlen müssen. Zum Beispiel ein Erzieher arbeitet dann nicht nach Tarif des Erziehers, eine Pflegekraft arbeitet nicht nach Tarif einer Pflegekraft, sondern nach dem Tarif eines Helfers. Damals waren es 5,84 Euro, dann waren es 7 Euro ein paar zerquetschte, dann waren es 8,15 Euro, dann war es mal irgendwann mit 9,54 Euro. Ich habe noch mit den Zeiten angefangen mit 5 Euro Mindestlohn. Also ich bin nicht so, ich bin älter als ich aussehe. Und daher kann ich da gut mitreden. Heute sind es glaube ich 12 Euro Mindestlohn, aber auch das ist immer noch zu wenig, um euer Haushalt zu überleben. Ihr habt vielleicht 10, 15 Jahre Berufserfahrung in dieser Branche. Ihr habt eine Ausbildung vielleicht in dem Bereich gemacht oder seid Quereinsteiger und habt euch nachqualifizieren lassen. Ihr habt unendlich viele Jahre Praxiserfahrung. Ihr seid am Meistern eurer Branche. Also habt ihr auch das Recht, euch nicht unter Wert verkaufen zu lassen. Arbeitgeber sind das dann gerne ganz anders. Sie sagen, ja, der Herr Mustermann ist Erzieher aus Hessen. Wir sind jetzt aber hier, wenn ich jetzt mal in Brandenburg bin. Brandenburg ist immer so ein Einbrödlerland, muss ich wirklich sagen. Deutschlandweit, also alle Bundesländer außer Brandenburg sind modern. Ist wirklich so. Alle Bundesländer außer Brandenburg bieten Nachqualifizierung an. Für Bereiche, wo man dann eben was machen kann. Nur Brandenburg will es nicht kennen, weil es könnte ja Arbeit machen. Das sage ich nicht mehr zu. Also, komme ich auf den Punkt genau. Der Bewerber hat seine Erzieher-Zertifikat. Examen, sonst was alles, je nachdem, was es da für Bereiche gibt, in Hessen gemacht. Wir sind jetzt aber hier in Brandenburg. Wir erkennen das hier in Brandenburg nicht an. Hessen arbeitet aber teilweise moderner als Brandenburg. Wir erkennen das aber hier nicht an. Also, wird derjenige dann als Erzieherhilfe eingestellt, obwohl er als zertifizierter, als IHK geprüfter Erzieher in der ganzen Welt arbeiten darf. Nur in Brandenburg nicht. Weil Brandenburg seine eigenen Regeln hat. Total hirnrissig, Fachkräftemangel, wird zwar hier geredet, aber es wird nicht dagegen gemacht. Die leben hier noch im Mittelalter teilweise. Man hatte ja echt das Gefühl. Man muss ja wirklich diskutieren teilweise bei den Leuten. Und die hören dann nicht zu, weil es könnte Arbeit machen. Arbeit ist leider zu viel. Man muss sich ja bewegen, man muss ja vorwärts. Geht ja nicht, man will lieber rückwärts. So kenne ich das zum Beispiel, deswegen kann ich dann ein Liedchen mitsingen. Deswegen verkauft euch beim Gehaltswunsch nicht unter Wert. Sagt dann ganz einfach, wissen Sie was? Ich habe einen IHK-Abschluss. Ich habe 10 Jahre in diesem Bereich gearbeitet. Ich war im Elementarbereich. Ich war im frühen Bereich. Und ich war in der Mitte. Ich habe zusätzlich vielleicht noch als Schulhelfer und Schulassistent gearbeitet.
Ich habe vielleicht noch in der Familienhilfe mal ausgeholfen. Über den Träger zwischendurch, weil die eine Kita eben geschlossen hat. Das kann ja viele Sachen sein. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also, Herr, so und so. Sie können mir nichts sagen, da ich keine Berufserfahrung habe. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich will. Ich will gerne arbeiten, und ich weiß, dass ich was kann. Und hätte ich nicht 10, 15 Jahre in diesem Bereich durchgearbeitet, sondern wäre jetzt bis heute arbeitslos gewesen. Und dass ich einen IHK-Abschluss habe, sagt doch schon etwas mit für sich selbst, oder? Entweder sagt dann der zukünftige Arbeitgeber, naja, Herr Mustermann, Sie kennen ja die Tür. Auf dem einen Schriftstück steht, dass Sie das eine Ding nicht mitgemacht haben, deswegen können wir Sie nur als Helfer einstellen. Das ist nur Lohndrückerei. Das sind Ausreden, um den Lohn zu drücken. Das machen gerne Arbeitgeber. Dann ist ja die andere Sache, du hast eine Familie, du hast ein Kind. Dann kannst du sagen, ich will arbeiten, ich mache gerne. Ich arbeite wirklich gerne. Das ist mein Gehaltswunsch. Das ist regulär, das ist nicht zu wenig verlangt. Ich liege genau in der Mitte. Ich könnte eigentlich mehr verlangen, aber ich weiß ja, dass hier in Brandenburg nicht so viel gerne gegeben wird. Warum auch immer. Das solltet ihr jetzt nicht in der Ton mal sagen. Also ich liege genau in der Mitte des Gehaltswunsches für diesen Beruf. Es ist nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Es ist gerecht. Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Außerdem mache ich eine Familie, ich habe ein Kind, das muss ich mit ernähren. Und Sie wissen das selber, Sie arbeiten in der sozialen Branche, Kinder kosten Geld. Und wie können wir uns jetzt einig werden? Also unter der Summe kann ich nicht arbeiten, die ich jetzt gerade gesagt habe, ihr sucht euch als Nussum aus. Und ich würde gerne bei Ihnen arbeiten. Entweder sagt er, ja, na gut. Dann kommen wir uns nicht einig, weil wie gesagt, das fehlt bei Ihnen. Wir wollen ja hier, das sage ich jetzt nicht mehr. Oder wir sagen, ist in Ordnung. Wir denken nochmal über den Gehaltswunsch nach. Das ist schon mal Pluspunkt, weil sie haben dich nicht nach Hause geschickt. Schauen deine Unterlagen nochmal nach. Schauen, wie selbstbewusst du bist. Schauen, was du kannst, was du für Referenzen hast, Arbeitszeugnisse, Abschlüsse, Berufserfahrung in Jahren, in der Praxis, nicht in der Theorie. Und dann kriegst du entweder einen Anruf und dann heißt es, gut, Sie können den Vertrag unterschreiben, wir sind uns einig mit dem Bereich, lass das dann aber auch zu eintragen, deren der Gehaltswunsch, so und so viel Geld. Und eventuell Kita-Zeiten beachten. Weil du bist eventuell alleinerziehend, da musst du gleich sagen, das Kind muss 16 Uhr von der Kita abgeholt werden. Bis da, ich kann bis nur bis 15:30 Uhr arbeiten und nicht länger. Es ist nun mal so, ich habe ein Kind, ich kann das nicht ändern. Und entweder hat der Arbeitgeber dafür Verständnis als sozialer Träger, ich rede jetzt wieder nur von einer Branche, oder er hat kein Verständnis und dann bist du sowieso in der Firma falsch, weil ein sozialer Träger, der zum Beispiel für Familien kein Verständnis hat im Arbeitnehmerbereich, der hat eigentlich in der sozialen Branche auch nichts zu suchen. Denn Kinder haben immer Vorrang. Und das muss auch im Gehaltswunsch mit beachtet werden. Also verkauft euch zum Teufel nie unter Wert. Denn ihr geht für euch arbeiten, nicht für den Arbeitgeber.